Wenn du dich fragst, ob es besser ist, weiter zur Miete wohnen zu bleiben oder eine Wohnung zu kaufen, dann ist dieses Video für dich. Herzlich willkommen im zweiten Teil. Wir spielen jetzt anhand von Beispielen ein paar Szenarien durch, um diese Frage zu beantworten. Das Tool, das du gleich siehst, ist der Immocation-Rechner Mieten oder Kaufen, den du dir am Ende des Videos kostenlos herunterladen kannst. Wir vergleichen jetzt gemeinsam, ob es für dich lohnenswerter ist, weiter zur Miete wohnen zu bleiben oder eine Wohnung zu kaufen. Wir schauen uns dabei eine und dieselbe Beispielwohnung an. Das kann die Wohnung sein, in der du heute wohnst oder eine Wohnung, in der du gerne wohnen möchtest. Lass uns sagen, deine Beispielwohnung liegt in Stuttgart und du möchtest in einer Wohnung leben, die 80 Quadratmeter groß ist. Stuttgart ist relativ teuer, nicht ganz so extrem wie München, aber auch ganz sicher nicht preiswert. Deshalb wird so eine 80 Quadratmeter Wohnung wahrscheinlich um die 1.200 € Miete im Monat kosten. Das ist also das Geld, was du als Mieter jeden Monat ausgibst, deine monatliche Belastung eben für die Wohnung. Und jetzt lass uns gemeinsam schauen, wie das Ganze ausschaut, wenn du anstatt die Wohnung zu mieten, diese Wohnung in Stuttgart kaufen würdest. Du müsstest jetzt also eine 80 Quadratmeter Wohnung in Stuttgart kaufen. Und kaufen ist natürlich in Stuttgart ähnlich wie das Mieten nicht ganz preiswert. Es ist also gut möglich, dass du für so eine Wohnung ungefähr 400.000 € bezahlst. Neben diesen 400.000 € für die Wohnung selbst wirst du jetzt Kaufnebenkosten bezahlen müssen. Für Notar, Grundbuch, vielleicht für einen Makler auf jeden Fall, aber auch für die Grunderwerbsteuer. Das kann unterschiedlich viel sein. Alles in allem ist 10% wahrscheinlich gar keine schlechte Annahme. Das sind dann also nochmal 40.000 € für die du irgendwie das Geld bereitstellen musst. Jetzt weiß ich nicht, wissen wir nicht, wie viel Eigenkapital du mitbringst und einsetzen möchtest. Lass uns für den Moment davon ausgehen, dass du die Kaufnebenkosten, also 40.000 € aus eigener Tasche bezahlst und dass du für den Rest, also für 400.000 € ein Darlehen aufnimmst. 2% Zinsen und 2% Tilgung wäre jetzt heute eine realistische Annahme für die Konditionen, die du mit deiner Bank vielleicht vereinbaren könntest. Und das würde dann bedeuten, dass du pro Monat ungefähr 667 € an Tilgung an die Bank zahlst, also das Darlehen zurückbezahlst und damit Vermögen aufbaust. Deine monatliche Belastung hat sich durch diesen Kauf jetzt aber verändert. Anstatt 1.200 € Miete im Monat bezahlst du jetzt 1.600 €, die sich aus der Rate an die Bank, 667 € Zinsen und 667 € Tilgung und einigen Kosten zusammensetzen, die du jetzt als Eigentümer einer Wohnung selber tragen musst. Zum Beispiel für die Hausverwaltung und für die Instandhaltung. Das sind Dinge, die du vorher als Mieter so nicht tragen musstest. Das heißt, insgesamt ist deine monatliche Belastung jetzt 433 € höher, als sie das als Mieter wäre. Weil du aber gleichzeitig diese 667 € Tilgung und damit Vermögen pro Monat aufbaust, stehst du insgesamt unter dem Strich 233 € besser, als wenn du die Wohnung mieten würdest. Unter dem Strich machst du also ein Plus, wenn du eine solche Wohnung zu diesem Kaufpreis kaufst, anstatt sie zu mieten. Jetzt lass uns mal ein bisschen mit den Werten spielen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass du die Wohnung nicht für 400.000 € kaufst, sondern dass du schaffst, die gleiche Wohnung für 300.000 € zu kaufen. Dadurch verändert sich die Rechnung natürlich. Du brauchst jetzt weniger Geld, dadurch brauchst du ein kleineres Darlehen, dadurch ist die Rate an die Bank kleiner und dadurch ist auch deine monatliche Belastung etwas niedriger. Du zahlst jetzt nur noch 67 € im Monat mehr, als wenn du mietest. Die Rechnung hat sich ein ganzes Stück verbessert. Und weil du immer noch tilgst, also immer noch jeden Monat Vermögen aufbaust, stehst du jetzt auch noch mehr im Plus, also hast quasi den Vorteil des Kaufens gegenüber der Miete durch diesen niedrigeren Preis erhöht. Es kann es aber auch sein, dass du dich schwer tust, eine Wohnung so günstig zu finden und ganz im Gegenteil vielleicht sogar mehr als die 400.000 € bezahlst.
Lass uns also mal schauen, was passiert, wenn du stattdessen 500.000 Euro für die Wohnung ausgeben musst. Prinzipiell passiert jetzt genau das Gleiche. Das heißt, du brauchst mehr Geld. Dadurch brauchst du einen höheren Kredit, eine höhere Rate an die Bank und eine höhere Belastung. Und in diesem Fall führt das dazu, dass du jetzt 800 Euro dazu bezahlen musst im Vergleich zur Miete. Du hast also eine deutlich höhere monatliche Belastung und du schnürst dich damit finanziell ganz schön ein. Du musst dir bei einem Kaufpreis in dieser Größenordnung also wirklich die Frage stellen, kannst du dir eine solche Belastung dauerhaft zuverlässig leisten? Diesen Kredit musst du jetzt nicht nur die nächsten ein, zwei Jahre, sondern sehr, sehr langfristig zurückbezahlen. Und du siehst auch, du baust zwar pro Monat 850 Euro Vermögen auf durch die Tilgung, weil aber 800 Euro alleine für die höhere Belastung draufgehen, bleiben nur wirklich 50 Euro als Vorteil von Kaufen gegenüber Mieten über. Du siehst, der Kaufpreis hat also einen riesengroßen Einfluss darauf, wie lohnenswert es für dich ist, eine und dieselbe Wohnung zu kaufen, anstatt sie zu mieten. Für uns hat sich allerdings eine dritte Variante als besonders lohnenswert herausgestellt. Und die möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Du kannst mit deinem Geld nämlich noch was anderes anfangen, als weiter zur Miete zu wohnen oder die eigenen vier Wände zu kaufen. Du kannst stattdessen auch Wohnungen als Geldanlage kaufen und diese vermieten und parallel selbst weiter zur Miete wohnen. Ich gebe hier noch einmal den ursprünglichen Kaufpreis von 400.000 Euro ein und jetzt schauen wir uns das Ganze hier einmal an. Du hast gerade gesehen, dass der Kaufpreis einen riesen Einfluss darauf hat, wie deine monatliche Rechnung aussieht. Das Tolle bei einer Wohnung als Geldanlage ist, dass wir jetzt auf verschiedene Merkmale dieser Wohnung achten können, um eben einen deutlich lohnenswerteren Kaufpreis zu erzielen und somit eine optimale Geldanlage zu finden. Wir können zum Beispiel auf die Ausstattung und auf den Schnitt und auf die Größe achten. Wir können eine gebrauchte Wohnung kaufen anstatt einem Neubau. Und wir sind auch nicht mehr an eine teure Großstadt gebunden, in der wir vielleicht selber gerne wohnen wollen, sondern wir können die Wohnung in einer B-Stadt kaufen. Das sind Städte, die besonders zukunftssicher sind und trotzdem lohnenswert. Oft mittelgroße Städte in der Nähe von Großstädten. Und jetzt ist es nicht der einzelne Faktor, der dann den Kaufpreis extrem beeinflusst und jetzt alles optimal macht, sondern es ist die Kombination. Wenn wir ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen kaufen statt drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die alle Eigennutzer gerne kaufen und die deshalb auch ein Stückchen teurer sind. Wenn wir eine gebrauchte Wohnung kaufen statt eines Neubaus. Und wenn wir eine Wohnung mit Laminat kaufen statt mit teurem Parkett und mit einem nagelneuen Tageslichtbad. Und wenn wir eben in einer B-Stadt kaufen anstatt in einer teuren Stadt wie Stuttgart. Und es hat uns selbst überrascht, wie groß der Einfluss dieser Faktoren ist. Aber wenn man die alle optimal einstellt, dann ist es möglich, eine Wohnung als Geldanlage zu kaufen für einen Preis von 2.000 Euro pro Quadratmeter, mit der sich 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter und Monat erzielen lassen. Wir haben das so selbst gemacht. Und wir haben eben relativ kleine Wohnungen gekauft, weil die besonders lohnenswert sind und konnten deshalb mit dem Geld, was wir für ein Eigenheim ausgegeben hätten, also auch mit dem gleichen Eigenkapital und Kreditvolumen, jetzt eben mehrere kleine solcher Wohnungen kaufen und somit auch unser Risiko streuen. Jetzt lass uns mal gemeinsam anschauen, was das bedeuten würde, wenn du diese vier Wohnungen als Geldanlage kaufen würdest. Du würdest weiter selbst zur Miete wohnen in Stuttgart, das heißt, du hättest weiter deine Mietkosten von 1.200 Euro pro Monat. Und parallel würden dir jetzt Wohnungen als Geldanlage gehören, mit denen du jeden Monat 2.000 Euro Mieteinnahmen erwirtschaftest. Ein Großteil davon geht als Rate an die Bank und für Kosten drauf. Es bleibt aber immer noch ein kleines bisschen jeden Monat übrig. In unserer Beispielrechnung sind das ungefähr 30 Euro. Wenn wir diese Zahlen jetzt zusammenführen, dann bedeutet das, dass deine monatliche Belastung ungefähr 460 Euro niedriger ist, als wenn du eine Wohnung zur Eigennutzung kaufst. Du hast deine eigene Miete von 1.200 Euro, du hast einen kleinen Überschuss aus der Vermietung. Das heißt, du zahlst sogar etwas weniger, als wenn du mieten würdest. Das Faszinierende ist aber, dass du ja bei diesen Wohnungen trotzdem jeden Monat ein Darlehen tilgst. Du baust, um genau zu sein, genauso viel Vermögen auf wie bei der selbstgenutzten Wohnung. Auf den einzelnen Monat gesehen macht es also eine Menge Sinn, eine Wohnung als Geldanlage zu kaufen. Jetzt lass uns mal schauen, was das Ganze für dich auf Lebenszeit bedeutet.
Wenn du eine Wohnung mietest, dann kostet dich das 1.200 € im Monat und daran ändert sich auch im Alter nichts. Vermögen baust du dabei keines auf. Wenn du eine Wohnung zur Eigennutzung kaufst, dann belastet dich das pro Monat mit 400 € mehr. Das sind dann über 35 Jahre fast 200.000 €, die du irgendwie zusätzlich aufbringen musst. Dafür gehört dir im Alter mal eine vollständig abbezahlte Wohnung, die ist ohne Wertentwicklung 400.000 € wert. Und du zahlst deutlich weniger pro Monat für das Thema Wohnen, einfach weil du keine Rate an die Bank und keine Miete mehr zu bezahlen hast, sondern nur noch die Kosten, die du als Eigentümer einer Wohnung zu bezahlen hast. Wenn du eine Wohnung als Geldanlage kaufst und selber weiter mietest, dann sparst du dir über die nächsten 35 Jahre insgesamt fast 200.000 € an monatlicher Belastung. Ob du das Geld jetzt zur Seite legst und sparst oder davon ein Leben lang tolle Urlaube machst, das kannst du selbst entscheiden. Aber das Faszinierende ist, dass dir am Ende trotzdem eine vollständig abbezahlte Wohnung gehört, die genauso 400.000 € wert ist und dass du sogar noch weniger für das Thema Wohnen im Alter bezahlst, als wenn du die Wohnung zur Eigennutzung kaufen würdest, weil deine Mieteinnahmen mittlerweile so hohe Überschüsse produzieren, dass du davon fast die gesamte eigene Miete bezahlen kannst. Lade dir jetzt kostenlos den Mieten- oder Kaufen-Vergleichsrechner von Immocation herunter. Der Download ist unter diesem Video verlinkt. In den meisten Fällen ist es besser, eine Wohnung zu kaufen, statt ein Leben lang zur Miete wohnen zu bleiben. Häufig ist es finanziell aber noch deutlich lohnenswerter, eine Wohnung als optimale Geldanlage zu kaufen und selbst weiter zur Miete wohnen zu bleiben. Mit Immocation möchten wir, dass möglichst viele Menschen lernen, eine Wohnung als optimale Geldanlage zu kaufen. Wir hoffen, das Video war wertvoll für dich und wenn ja, dann würdest du uns mit einem Daumen hoch wirklich einen Riesengefallen tun. Jetzt ganz viel Spaß beim Rechnen. Es lohnt sich.